Ich glaube, ich muss es nicht extra erwähnen. Leute, die diesen Kanal kennen oder auch mich persönlich kennen, wissen, ich liebe Marvel. Aber in den letzten, ich würde mal sagen, 2 Jahren ist bei Marvel was passiert, was ich nicht so ganz so geil finde, aber auch gleichzeitig Verständnis für habe. Und darum soll es heute mal gehen. Und zwar geht es heute mal um das derzeitige Problem bei Marvel. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Couchtime. Marvel ist bekannt für große Filme mit Superhelden. Und die machen es auch meistens gut. Schauspielerische Leistung, Besetzung an sich, Soundtrack und so weiter. Alles geil. Die großen Filme sowie die kleinen Filme. Immer sehr unterhaltsam und schön anzusehen. Auch die Serien. Die erste Serie, die wir bekommen haben mit WandaVision, danach Loki, waren geil. Falcon and the Winter Soldier, übel gut. Und es macht auch Spaß. Aber wie sagte Onkel Ben schon, mit großer Kraft folgt große Verantwortung. Und dieser Verantwortung geht Marvel in den letzten 2 Jahren nicht wirklich hundertprozentig nach, würde ich sagen. Dieses Video soll gleichzeitig als kurzer, kleiner Review von mir zu She-Hulk dienen. Denn She-Hulk war jetzt tatsächlich der größte Auslöser für viele Fans, als auch Nicht-Fans zu sagen, und deswegen ist Marvel scheiße. Und zwar geht es um CGI. Das CGI bei Marvel lässt in den letzten Jahren etwas zu wünschen übrig, könnte man sagen. Warum und was er damit genau auf sich hat, da komme ich gleich noch spezifischer drauf. Jetzt erstmal zu She-Hulk. Ich persönlich muss sagen, ich fand die She-Hulk-Serie cool. Also, ich fand sie nicht krass heftig, aber auch nicht unendlich scheiße oder langweilig. Denn im Gegensatz zu manch anderen vielleicht bin ich mit einer anderen Einstellung an die Serie gegangen. Und zwar die Einstellung, das ist keine große, wichtige Marvel-Serie. Oder soll es nicht sein? Bei sowas wie WandaVision war das ähnliche. Bin da rangegangen und dachte, ja gut, das soll eine schöne Serie für zwischendurch. Bei Falcon and the Winter Soldier und Loki war es, finde ich zum Beispiel, was anderes. Weil da musste was erzählt werden. WandaVision hätte auch mit Luft ausgehen können und es wäre nicht schlimm gewesen. Es wäre eine geile Serie gewesen. Und das Ähnliche ist bei She-Hulk. Viele hatten halt bei She-Hulk die Erwartung, oh mein Gott, die nächste krasse, wow, Action-Serie. Fand, wie gesagt, ich fand sie nicht schlecht. Ich fand die Schauspielerin tatsächlich ganz cool. Also ihre Art. Ich fand geil, dass sie diese Deadpool-Essenz hatte, durch die vierte Wand sprechen, so off-Text reden, abgesehen von der letzten Folge, die ja einfach halt krass war. Also das ist über Deadpool hinausgegangen bis jetzt in den Filmen. Natürlich gab es auch zwei, drei Szenen, die ich nicht so toll fand. Ich nenne es jetzt einfach mal die Twerk-Szene. War für mich unnötig, aber einfach mal als Fakt. Die Szene hatte aber auch wirklich essentiell nichts mit dieser Folge zu tun. Und deswegen kann ich darüber hinwegsehen. Es war für mich unnötig, es hätte es nicht gebraucht. Aber am Ende des Tages, scheiß drauf. Das Lustige ist tatsächlich, die letzte Folge hat mich zum Teil auch offended, weil ich auch einer dieser Menschen war, die gesagt haben: Oh, geil, ja, großer Endkampf. Wow, Bruce kommt noch mit vorbei. Und Abomination. Und. Ja, wollte ich, hätte ich gerne gesehen, hätte ich nach wie vor gerne gesehen. Aber das Ende, was halt auch wirklich die Meinung spaltet, die einen sagen, es war das perfekte Ende, es war perfekt, es war einfach so gezeigt und so. Und seht ihr Leute, wir haben es von vornherein gewusst. Wir haben einfach von Anfang an gewusst, dass es genau so laufen wird und zeigen euch hier quasi den Mittelfinger. Und die andere Seite sagt, ja, was ein Scheiß, langweilig, so wie die Serie endet auch, das Ende der Serie und. Und ich bin auch so 50-50, weil, also ich fand es schon cool, weil ich diese Meta-Gags liebe halt einfach wirklich Deadpool-mäßig aus der Serie raus. Würde ich die Serie einstufen als eine wichtige Marvel-Serie? Nicht unbedingt. In der letzten Folge, oder sagen wir mal in den letzten 2, 3 Folgen, ist sehr viel angeteased worden auf die Zukunft von Marvel. Ob es jetzt, was war die, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Black Panther-Anspielung, so von wegen. Das CGI-Team ist nicht hierfür bereit, weil sie sind an gerade einem anderen Projekt und im Hintergrund kommen die Wakanda-Musik so leicht durch. Es wurde erwähnt, die X-Men kommen, die Fantastic Four kommen, bla bla bla, alles hin und her. Alles geil, mega cool, alles super, aber das sind auch so Sachen, das war nur eine Frage der Zeit und das wussten viele Fans halt auch. Und natürlich ja, Hulk Sohn, was halt den nächsten Hulk-Film theoretisch anteast, obwohl wir eigentlich keinen Halbfilm bekommen sollten und jetzt anscheinend ja doch einen bekommen. Ich weiß nicht, ist sehr verwirrend. Aber um auf das, wie gesagt, Thema zurückzukommen, welches eigentlich der Grund des Videos ist, und zwar das CGI. Weil man muss einfach sagen, in vielen Folgen dieser Serie war das CGI halt einfach scheiße. Und auch schon in Thor 4 fand ich an vielen Ecken und Kanten das CGI schlecht. In Black Panther fand ich es auch nicht krass gut. Es hatte zwei, drei gute Ecken, aber auch viele schlechte Ecken. Allgemein, das CGI in Marvel-Filmen lässt in den letzten Jahren zu schleifen bzw. zu wünschen übrig. Es fängt an zu schleifen. So rum. Und es gibt halt auch einen Grund dafür, das ist das Schlimme daran. Und zwar, es ist halt ja logisch.
Marvel hat halt durch diesen Riesenerfolg und durch die Größe der Filme immer mehr Arbeit, was ja auch logisch ist. Und davon abgesehen, da sie immer mehr in dieses Abgespacete reingehen, im Sinne von, okay, let's go, wir gehen ins Weltall mit den Guardians, wir gehen in die Unterwasserwelt mit Black Panther, wir gehen nochmal ins Weltall mit Endgame, wir brauchen ganz viel Zauberei, Magie mit Doctor Strange, da muss man halt dann einfach sagen, natürlich ziehen die sich viele Animationsstudios an Land. Viele unterschiedliche Animationsstudios. Es gibt ja unfassbar viele. Macht euch einfach mal den Spaß und guckt am Ende mal nach der Post-Credits einfach die Credits an und guckt mal nach, wie viele Animationsstudios nur als Beispiel für, ich würde mal sagen, Thor 4, da dran gearbeitet haben. So, und da kommt es halt zum Punkt. Es sind halt nicht alle Animationsstudios arbeiten so Hand in Hand zusammen. Nein, die arbeiten alle separiert an ihren Animationen. Es gibt Animationsstudios, die kümmern sich zum Beispiel nur um Haare und Felle. Dann gibt es Animationsstudios, die kümmern sich nur um große Schauplätze. Heißt, da wo halt eigentlich aufgenommen nichts ist, entsteht auf einmal ein Riesenhaus. Wassereffekte. Ich glaube, es ist Deutschland, was das beste Animationsstudio in Bezug auf Wassereffekte hat, weil halt Wasser in der Hinsicht animiert werden kann, und zwar einmal als halt eine große Flüssigkeit und halt die Partikel. Und da ist, glaube ich, ein deutsches Studio, müsste es sein, was da tatsächlich mit am führendsten ist. Und jetzt stellt euch mal so vor, so einen Riesenfilm wie Endgame hat alles. Jegliche Effekte, die es braucht. Und dann kommen da, wir nennen einfach mal eine Zahl, 100 Studios zusammen und arbeiten daran. Die haben halt Zeitdruck zum einen. Die haben halt Zeitdruck. Die haben nicht unbedingt vielleicht das Budget zur Verfügung, was sie hätten brauchen müssen. Und jetzt kommt der große Punkt. Es wird einfach schlecht bei Marvel kommuniziert unter den Studios. Bedeutet, es haben sehr viele, es sind vor kurzem sehr viele Tweets von solchen Animateuren oder Animationsstudios oder den Mitarbeitern von diesen Animationsstudios entstanden, rausgekommen, die gesagt haben, hier, es werden Dinge geändert. Das Projekt ist quasi fertig und wird gesagt, nee, wir müssen doch das noch ändern und dann noch hier noch ändern und da und. Es wird sehr wenig kommuniziert, und wenn, dann halt, ja, es muss jetzt gemacht werden, mach, und wenn es dann nicht funktioniert, tja, dann funktioniert es halt nicht. Und dadurch entsteht halt diese, ich nenne es mal einfach, unkonstante Animationsqualität. Wie gesagt, natürlich können in dem einen Film das Fell von Rocket als Beispiel perfekt aussehen, aber dafür sehen die Landschaftsanimationen einfach scheiße aus, weil es halt auch einfach nicht aufeinander abgestimmt ist. Das ist das Problem, es ist oftmals halt nicht aufeinander perfekt abgestimmt. Wir gehen nun mal von dem Guardians of the Galaxy 3 Trailer aus, oder auch nur als kleines Beispiel Indiana Jones, der neueste. Ähnliches Problem. Viele Szenerien, viele große Szenerien werden halt nun mal vom Green- bzw. Bluescreen gedreht. Ist ja auch verständlich. Wir sind im Weltall, das können wir so nicht aufnehmen. Da brauchen wir Greenscreen für. Aber für die Leute, die vielleicht nicht wissen, wie ein Greenscreen funktioniert, die Beleuchtung, die ich hier gerade hätte, würde nicht ausreichen. Ein Greenscreen muss gleichmäßig gut und stark belichtet sein. Was bedeutet, der Schauspieler, der vor diesem Greenscreen steht, ist genauso künstlich gut, perfekt ausgeleuchtet. Heißt, wenn in der Szenerie aber eigentlich irgendwo ein Schatten erzeugt werden würde, müsste dieser Schatten entweder künstlich erzeugt werden oder halt gar nicht. Und dann sieht es scheiße aus. Beziehungsweise nicht scheiße. Es sieht einfach nicht echt aus. Man merkt einfach, okay, da ist dieser Helligkeitsunterschied ist halt nicht da, obwohl er da sein müsste. Und das ist halt bei Marvel das Problem. Es wird immer größer und es wird immer spektakulärer und es wird immer krasser. Und deswegen müssen wir mehr Effekte in Kauf nehmen. Aber dass die Effekte halt schlecht sind, na gut, das will halt keiner. Deswegen bin ich nach wie vor Fan von sowohl praktischen Effekten als auch Kostümen, also praktischen Kostümen. Sehen wir uns nur Iron Man an. In den ersten Filmen hatte er noch wirklich einen Anzug an. Natürlich nicht den Anzug, und natürlich wurde auch was dran animiert, keine Frage. Aber gucken wir jetzt mal Iron Man aus Endgame. Der hat da nichts an. Das ist ein kompletter CGI-Anzug. Und das wird auch eines meiner nächsten Videos sein. Der Vergleich zwischen dem Iron Man 1 Anzug, Mark 3 war es ja dann, glaube ich, Mark 3, und dem Endgame Anzug, Mark, oh, keine Ahnung, Pan 60 oder so weiter, ja, ich weiß gerade gar nicht genau. Also, das widme ich ein extra Video. Anzüge, die Anzugentwicklung in Marvel oder Kostümentwicklung in Marvel, werde ich ein eigenes Video drüber machen, weil das ist halt für mich mit der größte Unterschied. Und das ist halt das Problem. So, es ist immer, es muss mehr sein, es muss krasser sein, es muss schneller sein und es muss schöner sein. Deswegen brauchen wir mehr Leute. Und wie sagt man so schön, jetzt hauen wir mal so ein richtig schön deutsches Sprichwort raus: Zu viele Köche versalzen die Suppe. Und das ist Marvel. Aber es ist nicht nur Marvel, es gibt auch viele andere Filme, die es halt einfach reinscheißen. Wie gesagt, Indiana Jones, beste Beispiel. Und das ist mein Problem.
Ich denke mir so, wenn ihr es nicht hinkriegt und jetzt als Beispiel einen Indie-Film macht, wo er jung sein soll, dann lasst es doch einfach. Zeigt ihn nicht in jung. Macht doch einfach nicht das, was ihr nicht könnt. Und das ist dieser Manko, den ich habe. Aber ja, wie gesagt, das ist auch einfach, ich sag mal, meckern auf hohem Niveau. Es kommt am Ende des Tages bei dem Film ja auch viel auf eine gute Story an, die ja auch manchmal leider auch dann zu schleifen anfängt. Aber es sind halt auch Dinge, und das muss man einfach sagen, es sind Dinge, die fallen halt nicht jedem auf. Nimm als Beispiel mein Vater, der guckt oftmals auch die Marvel-Filme mit mir und ich sitze da meistens und sage, wow, CGI hier scheiße, oh, da sieht man es, wie sie da mit dem Greenscreen gearbeitet haben. Und der guckt sich an und denkt sich, also guckt mich an und denkt so, was laberst du? Wo? Es sieht doch gut aus. Und das ist halt die große Masse. Und das ist das Problem. Was heißt, es ist nicht das Problem? Es ist für die große Masse gemacht und der großen Masse fällt es halt nicht auf. Aber es ist trotzdem was, worüber man reden kann, weil Marvel ist nun mal ein großer Bestandteil der Filmgeschichte und wird es auch wahrscheinlich immer bleiben. Und da müssen sie sich irgendwie mal, ich würde mal sagen, zusammenreißen. Auf Black Panther hatte ich sehr hohe Hoffnungen gesetzt, dass da CGI besser ist, weil Black Panther halt relativ simpel doch gehalten ist eigentlich im Vergleich zu Guardians oder so, aber es hat dann doch ein bisschen enttäuscht. Was die Zukunft bringt, das müssen wir auf jeden Fall sehen. Guardians wird dann auch noch mal ein riesiges CGI-Debakel. Finde ich, könnte jetzt aus dem Trailer nicht so krass viel raussehen. Es waren schon zwei, drei Ecken, aber ja gut, ne? Kann man nichts machen. Am Ende des Tages gucken wir es uns trotzdem an, auch wenn CGI scheiße ist. Nur halt meine Hoffnung ist einfach, dass es irgendwann einfach mal den Schalter umlegt bei manchen Produktionsstudios und die sagen, okay, und jetzt fangen wir noch mal an und bauen die Filme entweder kleiner auf oder wir holen uns einfach besseres CGI. Ja, das war meine Meinung zu dem Problem oder mein, was heißt meine Meinung, meine Erklärung und Meinung gleichzeitig auch sowohl zu She-Hulk als auch zu dem großen Problem mit Marvel momentan. Wenn ihr ähnlicher Meinung seid, lasst es mich gerne wissen. Wenn ihr anderer Meinung seid oder auch irgendwie was anders seht als ich, kann ja natürlich sein, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ja, das ja, war es für dieses Video. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt dran, Daumen hoch gerne. Und schaut auch gerne mal bei den anderen Videos vorbei. Weil die Videos, die gekommen sind, sind nur ein kleiner Teil von dem, was noch kommt. Weil jedes Wochenende kommen mindestens zwei Videos auf diesem Kanal. Und deswegen würde ich einfach sagen, wir sehen uns dann nächstes Wochenende vielleicht wieder auf derselben Couch wieder. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.